Ihr habt eine Sony Alpha Kamera und dreht gerne in S-Log 2, liebt es damit zu graden und ihr kennt nichts Besseres? Ja, meistens geht es mir auch so, aber ja, diesmal nicht. Diesmal, ja, ich hatte ein Projekt, da ist es mal wieder in die Hose. Also, naja, nicht so geworden, wie ich wollte, und darüber rede ich heute. Hallo Leute, herzlich willkommen hier in meinem Camera Check Channel und ja, heute geht es hier um meine Sony Alpha 7S und Farbkorrektur. Ja, es geht um S-Log 2, ums Graden und ja, das mache ich total gerne, aber diesmal ist mir ein bisschen was schief gegangen. Ja, ich habe ein schönes Projekt gerade wieder gedreht mit Andreas Jacke, wir drehen Vorträge und diesmal zum Thema Berlin Babylon. Ja, die Serie läuft ja und auch nicht unweit von hier sind die Außensets. Ich kann euch noch ein paar Bilder zeigen. Leider von der Straße sieht man eben nicht so viel. Naja, und der Andreas Jacke hält halt Vorträge darüber und da haben wir was aufgenommen, einen kleinen Vorspann dazu. Und da ist mir was beim Graden so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen oder eigentlich eher in der Aufnahme. Gucken wir mal rein. So, hier seht ihr zuerst die Sony AX100, das ist eine Zeitrafferaufnahme. Und ab jetzt seht ihr Bilder, die mit der Sony A7S aufgenommen worden sind. Und ja, eigentlich sehr schön hier beim Licht. Naja, und Andreas geht jetzt hier in den Hausflur rein und ab hier wird es schwierig. Ja, und das ist mein Problem. Das ist mein Problem mit 8-Bit, was ich habe. Deswegen wünsche ich mir sehnlichst 10-Bit. So, was ist das Problem dabei? Naja, wir haben hier 8-Bit. 8-Bit sind 200, wir haben halt nur 256 Graustufen sind es ungefähr. Und ich glaube, hätte man 10-Bit, sind es glaube ich über 1000, müsste ich nochmal gucken. Auf jeden Fall mehr Spielraum. Und ihr seht halt hier unten in den unteren Schwärzen, da ist eben nicht so viel zu machen. Ja? Wenn du da unterbelichtet hast, und ich habe unterbelichtet, dann ist es weg. Wir können das ganze Material uns ja nochmal roh angucken, so wie es vor dem Grading aussah. Und ihr seht hier, ja, das Schwarze ist ein bisschen flau und naja, es ist, so ist es halt. Ne? Man kann aber das Material normalerweise recht gut zurechtbiegen. Nun hier aber nicht. Ja, entweder entscheide ich mich, das Schwarze, ja, was hier so ein bisschen grau ist, ganz schwarz zu machen. Ja, oder ich lasse es so in diesen Grauwerten, das ginge auch. Wollte ich aber nicht. Ich wollte gern dieses knackige Schwarz haben. Nicht scharf, schwarz haben. Und habe mich eben dazu entschieden, diesen Fehler jetzt in Kauf zu nehmen. Ja, sieht eben nicht so schön aus, aber so ist es nun mal. Naja, das war mein kleiner Kommentar aus der Postproduktion. Na klar, ich wünsche mir eine Sony A7S III, die dann auch 10-Bit hoffentlich an Bord hat. Das wäre geil, das wäre echt ein Traum für die Filmemacher. Ja, und das war's dann hier von mir. Ein kleiner Einblick aus meiner Postproduktion. Bis bald hier im Camera Check Channel. Ciao, ciao.